Bitcoin, voller Fahrplan, sollten wir jetzt shorten und das Ganze Richtung 30.000 US-Dollar, das schauen wir uns hier in diesem Video an. Und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading On Air. Ja, wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellentheorie an, welche Levels sind wichtig, was ist unser genauer Fahrplan und wo können wir hier gegebenenfalls relativ zeitnah mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auch wieder trade-technisch aktiv werden. All das hier wieder in diesem Video, das heißt, wieder mal vollgepackt mit Mehrwert. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Aber davor, eins noch vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du es natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algorithmus zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein. Marktkapitalisierung hier bei den 1,46 Billionen US-Dollar. Dementsprechend hier mit ca. 1,3% im Plus gegenüber den letzten 24 Stunden. Bitcoin notiert hier bei den 38.800 US-Dollar mit knapp 2% im Plus. Ethereum hier nur bei den 2.100 US-Dollar und dann dementsprechend lediglich mit 0,4% am Preiszuwachs die letzten 24 Stunden. Was wir hier noch sehen, Terra Luna Classic mit 20%. Gegebenenfalls, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare, gibt es da am Nachmittag dann auch noch ein Update für euch. Sehr, sehr interessanter Chart, aber jetzt genug geschnackt. Gehen wir direkt rein in die Chartanalyse. Und wen es interessiert, das Ganze übergeordnet, der gerne das Video von gestern auschecken, da ist alles selbstverständlich brandaktuell, jetzt heute eben nur im Schnelldurchgang die untergeordneten Szenarien und was hier jetzt insbesondere wichtig wird, auch für uns trade-technisch. Gut, so viel dazu, deswegen weiterhin der primäre Count jetzt, da kommen wir jetzt dazu, von unserer Seite das 1, 2, 3, 4 gefunden, aktuell hier in gerade in unserer Welle 5, die wir dann auch zeitnah beenden sehen, um das Ganze hier dann eine Korrektur hier einzuleiten, Richtung Mindestziel 31.100 US-Dollar. Wir sehen es, wir haben hier auch perfekt eine Ineffizienz, das heißt, es würde wirklich schon mal eine schöne Synergie bzw. Confluence eben ergeben, dieses Level hier bei den 31.000 US-Dollar, nächste starke Supportmarke dann hier 29.500 US-Dollar, aktuell wie gesagt der Fokus auch hier ja auf das 0,5er Fibonacci-Level aufgrund der starken Confluence. Ansonsten könnten wir hier noch die Pivotpunkte anmachen. Da ja, gibt es aktuell nichts Interessantes. Wenn wir hier auf den Daily Timeframe rausgehen, können wir schauen. Und da ist auch hier bei den 30.600 US-Dollar auch nochmal einer in der Nähe. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Level hier in der 30 oder in der 31.000 US-Dollar Region. Gut, so viel dazu. Und wenn wir jetzt eins, bevor wir eins runtergehen und auf das mögliche Trade Setup hier eingehen, kurz der Hinweis, sollten wir da irgendwo in Trades einsteigen, halten wir selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. So sehen hier beispielsweise die Signale aus. Aber dazu muss gesagt sein, das hier ist keine Anlageberatung. Das sind einfach nur die Trades, die wir nehmen. Das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung, wie gesagt, an dieser Stelle. Ihr seht, es ist auch einfach ein Verlusttrade, vollkommene Transparenz. Unserer Meinung nach diese Transparenz auch einzigartig hier auf YouTube. Ihr seht, wir traden das Ganze hier auf Bitget. Das heißt, wenn du dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder hier einfach nur keine Kurserfahrung beim Nachtraden haben möchtest, oder schlichtweg einfach nur uns bzw. den Kanal supporten möchtest, würde es sich anbieten mit einem Link und in der Videobeschreibung. Wie gesagt, auch das selbstverständlich alles ein Kann, kein Muss. Auch die Talk- und News-Gruppe ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und von unserer Seite immer kurze Trade-Ideen rein. Oder eben Zwischenupdates, falls sich hier was Spannendes getan hat. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt gehen wir hier wirklich weiter im Kursgeschehen. Und demnach eigentlich genauso die primäre Erwartung, wie wir es gestern im Video behandelt haben. Eine Welle 1 nach oben, eine Welle 2 nach unten, eine Welle 3, dreiteilig hier nach oben, eine Welle 4 und aktuell primär gerade eine Welle 5 im dreiteiligen, das heißt im korrektiven Stil hier Richtung Norden. Und was wir auch gesagt haben, ist, dass wir uns sehr gut vorstellen können, dass wir diese Resistance Line, die wir hier über diese zwei Touchpoints hier geformt haben, leicht nach oben hin definitiv auswicken werden. Und was sehen wir? Wir sind hochgekommen, einmal rangelaufen, hier sind höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Retailer short gegangen, das heißt, wir haben eine Gegenreaktion gesehen. Höchstwahrscheinlich aufgrund des oder der großen Anzahl an Shorts von den Retailern, um dann hier eben nochmal in ein Hoch zu stoßen, um diese Shorts dann eben gleich nochmal zu liquidieren. Wie gesagt, das hat hier wunderbar, sage ich mal, funktioniert. Jedoch sehen wir jetzt, beziehungsweise es ist Wochenende und wir sehen hier noch keinen signifikanten Abverkauf. Jedoch bleibt das weiterhin unser primäres Szenario, solange wir hier nicht die 39.731 Dollar rausnehmen, bleibt das hier unser primäres Szenario, dass wir relativ zeitnah unsere Top sehen werden, um dann hier in die Korrektur Richtung 31.000 US-Dollar das Ganze hier einzuleiten. Das heißt, wie könnte man das jetzt traden, wenn man unbedingt hier das Top erwischen möchte? Könnte man sagen, man geht hier rein, beispielsweise man setzt nochmal einen aufs 1, 2, 3, 6er,
denn dass das hier das Top war, da geht's wie gesagt jetzt einfach ein bisschen zu langsam. Daher könnte man sagen, man geht hier aufs, ja, 1, 2, 3, 6er, beziehungsweise kurz darunter rein. SL hier über unsere orangene Linie, was die Invalidation Line für diesen Count hier ist. Wie gesagt, alles hier natürlich keine finanzielle Anlageberatung. Sollten wir gegen Trade eingehen, werden wir euch da auf den Laufenden halten. Aber selbstverständlich auch das keine finanzielle Anlageberatung. Was wir hier eher machen ist, dass wir hier quasi warten, das Ganze hier austanzen lassen, nicht versuchen akribisch das Top zu finden, sondern hier auf den ersten kleinen fünfteiligen Impuls nach unten zu warten, um dann hier in der Korrektur Short einzusteigen, um dann das Ganze mit dem nächsten sehr starken impulsiven Move, den wir dann erwarten würden, in einer Welle 3 Richtung Süden hin eben mitzunehmen. So verhalten wir uns da eher trade-technisch, das heißt, wir gehen da jetzt nicht drauf und wollen das Top jetzt auf Krampf erwischen, denn was wir auch sehen, bei vereinzelten Altcoins, auch bei Ethereum, würden wir noch stärkere Kurssteigerungen erwarten, wie bei Bitcoin. Das muss jetzt nichts heißen, jedoch sehen wir oft aufgrund der positiven Korrelation, dass wir eben dann auch bei Bitcoin eben ja die Wahrscheinlichkeit nicht zu gering sind, dass wir auch hier noch eine stärkere Kurssteigerung sehen. Aus diesem Grund versuchen wir jetzt nicht auf Krampf das Top zu erwischen, sondern uns in den, ja, quasi in die erste Gegenkorrektur des Abverkaufs dann rein positionieren zu können. Denn sollten wir das hier eben durchpushen, steht selbstverständlich auch noch die Möglichkeit, dass wir hier einfach eher ein größeres Ending der Diagonal Form 1, 2, 3, 4, aber das wird schon sehr, sehr hässlich, also das sehen wir eher nicht als wahrscheinlich an, aber wie gesagt, dann besteht noch die Möglichkeit, dass wir hier quasi in diesem Szenario hier sind und dann würde es, ja, sag ich mal, shorttechnisch einfach keinen Sinn machen, dann würden wir hier hochlaufen Richtung 41.800 US-Dollar, dann wären auch selbstverständlich die ganzen anderen Coins hier erstmal rein technisch gesehen im neuen Hoch, was wir da auch noch erwarten würden, um dann eben auch die Korrektur bei diesen Charts dann eben, sag ich mal, einfach schön vonstatten gehen lassen zu können. Das heißt, wie gesagt, das hier weiterhin in Play, nur was auch hier etwas unwahrscheinlicher wird, ist, dass wir jetzt hier quasi ja ein 1-2 drauf hätten, dann noch ein 1-2 und jetzt wahrscheinlich noch ein 1-2. Das heißt, das wird einfach zunehmend unwahrscheinlicher. Wie gesagt, ganz, ganz klares primäres Szenario von unserer Seite. Aktuell das hier, sollte sich da was ändern, halten wir es selbstverständlich hier auf Telegram auf den Laufenden, beziehungsweise mit den Updates regelmäßig. Das heißt, stell auch schon mal sicher, dass du das kostenlose Abo da lässt. Aber wie gesagt, das hier unser klares primäres Szenario, das ja tertiäre Szenario von gestern ist einfach schlichtweg so unwahrscheinlich unserer Meinung nach, dass wir es auch mittlerweile gar nicht mehr zeigen wollen. Wie gesagt, das hier unser primäres Szenario, das andere unser Secondary. Wir warten auf die Reaktion, um uns hier im Retracement dann short zu positionieren und das Ganze mit runterzunehmen. Wer auf Krampf rein möchte, wie gesagt, 29.233 US-Dollar, beziehungsweise der Bereich zwischen den 29 und den 29.233, weiterhin logischerweise sehr, sehr starker Widerstand. Genau, so viel eigentlich zu Bitcoin. Gehen wir rüber zu Ethereum, auch hier übergeordnet, dementsprechend hier von dem gestrigen Video zu entnehmen. Wir gehen auch nur hier ganz, ganz kurz ein. Auch hier per se, wie bei Bitcoin, wir warten relativ zeitnah dann im Anschluss der nächsten Korrektur dann eben ein neues All-Time High in beiden Charts. Ansonsten hier auch hier 1, 2, 3, 4 unverändert und auch unser Ending der Diagonal, was wir hier nach oben hin erwarten, auch das hier per se erst einmal unverändert. Denn wir sehen auch hier eine schöne 4 abgeschlossen, eine Welle 1 nach oben, eine Welle 2 nach unten, eine Welle 3, dreiteilig nach oben, eine Welle 4 und aktuell gerade eine Welle 5, aktuell hier auch dreiteilig am Ausbauen, 1, 2 und aktuell hier quasi dann der dritte Teil, das heißt ein A, B, C hier nach oben und da würden wir mindestens nochmal erwarten, dass wir die 2138 Dollar rausnehmen und dann hier statistisch gesehen den Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit die 2160 US-Dollar hier eben anzulaufen. Ansonsten das unmittelbar bearische Szenario wäre, dass wir hier quasi ja unseren Impuls hier nach oben hin eben bereits beendet haben bei Ethereum etwas eher und dann hier quasi eine WXY nach unten abverkaufen. Diese X kann theoretisch auch noch etwas höher gehen. Dann kann man wieder überlegen, ob es eine A, B, C ist. Muss man dann schauen, wie das Ganze strukturell aussieht. Per se auch hier, wir warten, wenn wir ein Hoch sehen, was wir primär eben erwarten würden, nur ein minimales Hoch, um dann hier auch hier abzuverkaufen Richtung Mindestziel 1.800 US-Dollar, grob gesagt. Gut, so viel eigentlich zu Bitcoin und Ethereum. Der Fahrplan sollte klar sein. Wir warten jetzt zeitnah die Korrektur. Bisschen Upside-Potenzial ist noch, aber dann erwarten wir primär eben die Korrektur. Ganz klare Positionierung hier. Von unserer Seite soll ja auch für euch einen Mehrwert bieten, dieses Video. Und damit soll das Ganze schon gewesen sein. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support. Wir hören uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Update. Und damit Trading und erst raus. Macht's gut. Ciao, ciao.